Okay, dann willkommen beim Meinotalk mit dem Thema Programmer wie Program Post-Privacy als Ausgrenzungsideologie. Ich bin Tante. Das wussten meine Eltern noch nicht, als sie mich geboren haben. Deshalb haben die mich Jürgen Geuter genannt. Da konnte keiner was für, aber nun gut. Man findet meinen Blog at thegaybar.com. Ich bin Wissenschaftler an der Uni Oldenburg in der Wirtschaftsinformatik. Und soweit man das sein kann, bin ich Mitglied der datenschutzkritischen Spackeria, was auch immer das heißt. Außerdem mag ich Affen. Okay, betreiben wir mal kurzes Datenspotting. Und zwar durch die Durchdringung der Welt mit dem Internet verdaten wir auch immer mehr in der Welt. Wir markieren unsere Beziehung zu anderen Menschen, wir taggen, wo wir sind. Ich habe gesehen, ganz viele haben hier auf Foursquare eingecheckt und haben Punkte dafür gekriegt, dass sie gemeinsam eingecheckt haben. Und haben noch Fotos hochgeladen und taggen dann nochmal die Gesichter der Leute, die sich hier kennengelernt haben. Dann, wie gesagt, wir bauen unsere kompletten sozialen Netzwerke da auf und jetzt nicht nur im Sinne von Facebook, wir haben da Freundesbeziehungen, sondern man sieht auf Facebook zum Beispiel meine Mutter und dann ist auch klar markiert, das ist meine Mutter, was man natürlich jetzt schön mit Gedankenstück ist und Philipp Bayers Projekt verknüpfen könnte und dann noch vielleicht meinen Vater rausrechnen könnte, wenn man nur genug Daten hätte. Es gibt dann auch so dezentrale Standards dafür, so Friend of a Friend, dass ich Webseiten sozusagen mit Metadaten anreichere und da noch markiere, okay, thegaybar.com ist meine persönliche Seite und Freunde von mir haben die Webseiten, weiß ich nicht, noch eine andere und noch eine dritte Webseite. Und das ist so das, was wir als Menschen, die sich online bewegen, den ganzen Tag tun. Also losgelöst noch davon fallen eine ganze Menge traditioneller Datenbanken an. Einerseits vielleicht sowas wie meine Positionsdaten, die mein Telefonanbieter einsammeln kann, wenn er oder sie das möchte. Der Staat sammelt auch noch eine ganze Menge Daten und zwingt mich ja auch, mich zu verdaten. Ja, der weist mir so eine Steuernummer zu und mein Arbeitgeber gibt mir auch noch irgendwelche Nummern, an die ich mich halten muss und die ich draufschreiben muss, welchen Urlaubsantrag stelle und alle diese Geschichten. Also wir haben neben der Welt, die wir eh schon so zugestellt haben mit Klavieren und Mikrofonständern und Dingen, sie jetzt auch noch mit einer ganzen Menge Daten zugemüllt. Den Umgang mit Daten, dafür gibt es sehr, sehr vereinfacht, und ich pauschalisiere hier auch ein bisschen, ganz bewusst, gibt es die einen gegen die anderen zurzeit in der öffentlichen Wahrnehmung. Die einen, das sind die Datenschützer. Die möchten halt für die Daten, die wir erzeugen und die sie als personenbezogen identifiziert haben, so ein DRM-Schema, entweder ein legales DRM-Schema oder ein technisches DRM-Schema hochziehen, mit dem man den Datenfluss halt verringern, steuern, kontrollieren oder teilweise auch unterbinden kann. Die Story, die der Datenschutz so vertritt, ist halt die Story der Gefahren. Wenn dein zukünftiger Arbeitgeber deine Partybilder auf Facebook sieht, dann wirst du nicht eingestellt. Und wenn dein zukünftiges Date sieht, dass du auch schon drei andere Dates hattest, dann geht die vielleicht nicht mehr mit dir aus oder solche Geschichten. Dann gibt es die anderen. Die anderen sind die, die man gerne dann als die Post-Privacy-Fraktion bezeichnet, auch wenn die so zersplittert ist, dass so ein homogener Begriff vielleicht gar nicht so gut passt. Da geht es dann eher darum, dass man dieses traditionelle Privacy- und Privatsphäre-Modell aufgibt, diese Illusion von Datenkontrolle aufgibt, weil sie vielleicht eh nicht funktioniert. Und die Story der Post-Privacy-Leute ist eher die Story der Chancen. Ich kann dadurch, dass ich Daten freigebe von mir oder von anderen, eben vielleicht ganz viele tolle Sachen tun, die ich vorher nicht tun konnte. Betrachten wir mal ein paar dieser Chancen. So, eine dieser Thesen, die der Post-Privacy zugrunde liegen oder die vielen Post-Privacy-Gedankenspielen zugrunde liegen, ist, dass mehr Daten bessere Entscheidungen erlauben. Das heißt, wenn ich meine Entscheidung halt eben nicht einfach nur aus dem Bauch treffen muss, sondern vielleicht viele Daten zur Verfügung habe, wird meine Entscheidung wahrscheinlich besser werden, weil ich einfach mehr Fakten einbeziehen kann in meine Entscheidungsfindung. Das hat ganz viele unterschiedliche Aspekte. Ganz traditionell Gehaltsverhandlungen. Wie ich sagte, ich bin Wissenschaftler an der Uni und bei mir schreiben häufig Studenten ihre Abschlussarbeiten, also Masterarbeiten, Diplomarbeiten, was auch immer.
Das ist dann, wie gesagt, Informatik oder Wirtschaftsinformatik. Die haben häufig das Problem, dass sie danach natürlich bei einer Firma anfangen wollen, teilweise schon die Arbeit in der Firma geschrieben haben und ein Jobangebot haben und gar nicht wissen, ob das gut ist. Weil da steht dann unten eine Gehaltszahl drauf, die ist höher als das, was sie als Student zur Verfügung haben. Aber ob die gut ist, weiß ja auch kein Mensch. Und es gibt natürlich dann irgendwelche Spiegel, die dann irgendwie, ich weiß nicht, ob der Spiegel es auch tut, aber Fokus tut es, irgendwelche Gehaltsspiegel für Deutschland rausgibt. Die treffen aber nicht so richtig wirklich, weil es letztendlich dann wirklich sehr unterschiedlich ist, ob man halt in Oldenburg arbeitet oder in dem kleinen Dorf neben Oldenburg. Es macht einfach große Unterschiede. Die Datenlage, die Studenten in dem Kontext haben, ist einfach zu gering. Umgekehrt ist es halt so, dass die Firmen natürlich eine deutlich bessere Datenlage haben. Die haben nämlich schon 2, 3 andere Leute angestellt und wissen sehr genau, was sie bezahlen müssen und können an der Stelle. Also wenn wir mehr Daten haben, eben diesen Studenten mehr Daten zur Verfügung geben, können sie besser in Gehaltsverhandlungen gehen und am Ende mit einem für sie besseren und vielleicht von außen betrachtet auch faireren Ergebnis reingehen. Ein weiteres ist, dass mehr Daten mir vielleicht auch bessere Entscheidungen im Bereich Gesundheit erlauben. Vielleicht, wenn ich weiß, dass ich nächste Woche tot umfalle, dann kaufe ich mir vielleicht keinen neuen Fernseher, jetzt etwas überzeichnet gesagt. Vielleicht stelle ich mein Leben um, wenn ich weiß, dass ich ein sehr hohes Risiko habe oder ein erhöhtes Risiko habe, sowas wie zuckerkrank zu werden. Vielleicht nehme ich dann eben nicht so viel Zucker zu mir. Auch da an der Stelle sind mehr Daten vielleicht auch gut für den Einzelnen. Politische Meinungsbildung ist auch ein ganz typisches Problem oder ein ganz typischer Bereich. Wir wollen ja mehr wissen über die Politik. Es gibt da jetzt ja auch ein paar Bestrebungen, das klarer nach außen zu tragen. Bei vielen Parteien ist das eher so, ja, machen wir auch irgendwann. Bei anderen Parteien wird das vielleicht auch mal ein bisschen gelebt, dass man nach außen gibt, was man so tut. Aber auch das ist uns natürlich wichtig. Wir sind ein Politikstil gewöhnt, wo wir eben sehr wenig Informationen kriegen und die wir kriegen, ist immer gefiltert durch irgendwelche Pressestellen und eben nicht sehr ehrlich. Jetzt, wir haben ja hier auch Piraten im Publikum sitzen, die kennen ja die Shitstorms, die vielleicht diese Öffentlichkeit auch mit sich bringen kann. Das ist halt dann manchmal so, vielleicht sorgt das eben auch dafür, dass Menschen sich trotzdem ein deutlich besseres Bild über die Menschen, die halt ihre Politik machen können, dass sie halt eben sehen, ja gut, ja, wir alle verkacken halt mal was, das ist auch völlig in Ordnung, aber die Person ist offensichtlich ehrlich und geht sehr in die Richtung, die sie auch vorher im Wahlkampf versprochen hat. Also auch da in der politischen Meinungsbildung und vielleicht auch in Wahlentscheidungen sind mehr Daten definitiv gut für uns. Und was mir jetzt gerade auch nochmal auffiel, für mich ist Weihnachten ja einfach nur eine sehr lange Amazon-Bestellung. Und diese Empfehlungssysteme sind wirklich fantastisch. Also ich habe dadurch, dass ich mehr bei Amazon kaufe, deutlich bessere Vorschläge bekommen. Das ist auch an der Stelle für den Einzelnen mehr Verdatung von mir, wem gegenüber, können mir halt auch viele Vorteile bringen. Das muss jetzt nicht nur Amazon sein. Ich meine, diese Empfehlungssysteme können auch auf anderen Daten aufsetzen, wo eben nicht eine Firma dahinter sitzt und eben das Interesse hat, mir was zu verkaufen. Es gibt ja auch so beispielsweise Dienste, die einfach aufzeichnen, welche Musik ich gespielt habe und dann anfangen, mir Vorschläge zu machen. Das gibt es einmal kommerziell, Last.fm, wurde aber auch nachgebaut von der, es war nicht die IFF, sondern es war irgendeine dieser amerikanischen freien Softwaregruppen mit Libre.fm, die halt im Prinzip dasselbe dann in frei nachgebaut haben, wo man einfach das Ganze benutzt, um zu sehen, Leute, die Musik hören wie du, hören sonst noch das, hör dir das doch mal an, vielleicht gefällt dir das. Also auch das bringen mehr Daten mit sich. Weitere Chancen, die wir auch noch nicht vergessen sollten, sind, Daten sind natürlich einfach nützlich. Für mich persönlich hat Facebook genau 2 Nutzen. Einerseits sehe ich Fotos von meiner Nichte, das ist ganz cool. Und ich sehe, wann meine Freunde Geburtstag haben. Und ich bin echt schlecht mit Daten, das macht mein Leben deutlich besser und sorgt für weniger Streit. Es kann auch so Geschichten haben, wenn Leute halt zum Beispiel ihre Wunschzettel öffentlich machen, dann weiß ich einfach, ich möchte Person XY mal eine Freude machen. Was würden die Personen wirklich freuen, anstatt dass ich jetzt mit so Generika immer komme und eine Flasche Rotwein verschenke oder so lästiges Zeug. Und auch eine ganz wichtige Geschichte ist, dass öffentliche Daten als Chance eben die Norm verändern. Wenn niemals Homosexuelle nach außen in die Öffentlichkeit gegangen wären, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich noch keinen offen homosexuellen Außenminister, weil es einfach nicht toleriert worden wäre. Das heißt, der Status quo, das, was wir als normal bezeichnen wollen, wird eben auch dadurch verändert, dass Menschen Daten von sich nach außen geben und man nicht mehr sagen kann, nein, Homosexualität gibt es doch gar nicht. Auch das, wichtige Chancen für uns, wenn wir uns verdaten. Aber heute haben wir ein ganz großes Datenungleichgewicht. Wir haben
auf der einen Seite den Staat und große Firmen und ich versuche die Namen jetzt nur zweimal zu sagen, Facebook und Google, die Datenkraken, die auf riesigen Datenbanken sitzen, die sie gesammelt haben, die wir ihnen gegeben haben, die wahnsinnig viele Datenquellen anzapfen können. Es ist ja nicht so, dass Google nur guckt, welche Suchanfragen ich an die schicke, sondern die hängen sich halt auch an Bibliotheken und schlürfen die Daten daraus rein. Die hängen sich an das Transportsystem, gucken, wie sind Verkehrsdaten. Die haben einfach Zugriff auf unendlich viele Quellen von teilweise auch sehr gut strukturierten Daten. Wir haben auf der Seite also Datenreichtum. Da haben wir die einzelnen Menschen dagegen. Die einzelnen Menschen, ich, ihr, vereinzelt, also nicht ihr als Menge, sondern ihr einzeln. Ihr habt auch eure vereinzelten Daten, teilweise sogar in wenig nutzbarer Form. Also ihr habt dann vielleicht noch, es gibt noch Menschen, die das alles auf Papier machen. Ihr habt so ein kleines schwarzes Büchlein dabei haben, da stehen alle Adressen drin. Meine Mutter machte das früher immer noch und Ende des Jahres hat sie dann alle Adressen, die sie mit ins nächste Jahr nehmen wollte, übertragen. Das funktionierte ganz brauchbar, aber so richtig geil war es nicht. Es hat wahnsinnig viel Zeit gekostet, wenn das Buch weg war, auch echt ungünstig gewesen. Wir haben auf der Seite der Einzelmenschen also eher eine Datenarmut. Und das ist nicht immer nur eine Frage der Quantität der Daten. Ich meine, jeder von uns kann natürlich beliebig Daten generieren, aber auch die Qualität der Daten. Wenn Google sich halt mit einem Anbieter zusammensetzt, dann wird da eine Schnittstelle ausgehandelt und dann kommen da strukturierte, direkt weiterverarbeitbare Daten raus. Und wir müssen bei irgendwelchen Firmen betteln, damit wir mal irgendwie eine RSS-Feed bekommen, mit dem wir da unsere Daten rausziehen können. Wir kriegen es immer nur in so präsentierten, kaum weiter benutzbaren Formen. Das heißt, wir als Einzelne sind arm. Das ist natürlich schlecht. Unser Ziel ist also eine fairere Verteilung der Daten oder beziehungsweise zumindest eine gleichmäßigere Verteilung der Daten irgendwie zu bekommen. Warum Fairness? Ich meine, Fairness ist immer ein schwieriger Begriff. Er ist auch ein bisschen normativ. Fairness klingt immer so nach richtig und falsch. Wir wollen eine faire Verteilung der Daten haben, um Probleme zu lösen, die mit Machtgefälle zu tun haben. Wenn beispielsweise der Staat wahnsinnig viel über mich weiß und zum Beispiel auch Vorhersagen über mein zukünftiges Verhalten daraus ableiten kann, wie gut die auch immer die sein mögen, ich aber eben keine Daten über beispielsweise den Staat haben kann, bedeutet, dass eine Seite kann mich kontrollieren, überwachen, ich im Gegenzug kann das aber nicht tun. Ich kann da nicht reingucken, ich habe keine Möglichkeit zu interagieren, ich bin nur noch passiv. Ich möchte halt, wir wollen Fairness, damit wir in der Lage sind, die Menschen, die eben uns überwachen, wenn man das so sehen möchte, oder die unsere Datenfeeds, die wir generieren, anzapfen, genauso wollen wir in der Lage sein, auch deren Datenfeeds anzuzapfen. In gewisser Weise wie Twitter. Ich folge Leuten und die Leute können halt mir auch folgen. Das ist ein Geben und Nehmen, wir gucken uns gegenseitig an. Das Ganze erlaubt uns halt, es schwieriger zu machen, die Einzelnen zu überfordern und die Einzelnen auszugrenzen, indem sie halt eben keine Daten zur Verfügung haben. Wenn wir mehr Daten publizieren, ist es eben schwieriger, Leuten noch, also wenn alle sagen, was sie verdienen, ist es schwieriger, dass ich Leuten so richtig schlechte Angebote mache. Ich muss mich dann schon ein bisschen mehr daran orientieren, was bezahlen denn die anderen. Das bedeutet, ich nehme bestimmten Gruppen, die bisher traditionell sehr, sehr viel Macht hatten, eben auch aufgrund der Daten, die sie hatten, den nehme ich etwas ihrer Übermacht und gebe dem Einzelnen etwas Macht zurück. Das ist also etwas, was wir definitiv wollen. Das Problem ist an dieser Stelle wieder, dass in der Theorie zwischen Theorie und Praxis kein Unterschied besteht, in der Praxis aber schon. Wenn man an Daten und an dem Austausch von Daten, an Nutzen von Daten teilnehmen möchte, dann gibt es da eine ganze Menge Anforderungen. Erstens an die Daten, das heißt, die Daten müssen irgendwie erstmal verfügbar sein und ich muss die auch weiterverarbeiten können. Das bedeutet, es hilft mir nichts, wenn ich Daten mit irgendwelchen wirklich hässlichen DRM-Schemata versehen bekomme, die ich dann nicht rausbekomme. Oder wenn ich so, es gab vor ein paar Monaten diesen Stunt, dass irgendjemand halt Facebook angeschrieben hat und alle seine Daten wollte und kriegte dann CDs und hat das ausgedruckt und konnte damit halt in irgendwelche Magazine kommen. Das ist aber halt ein völlig wertloser Datenwust, den er sich da hat geben lassen. Er hätte, also ich meine, wenn er seinen Kamin anzünden möchte, kann er auch einfach Zeitungen nehmen. Das ist einfach nur die Verschwendung von viel gutem Papier gewesen, aber er selber hat davon nichts, weil letzten Endes ist das, was er da bekommen hat, so ein ziemlich schemaloser Blob. Da stehen viele IDs drin. So richtig, welche Datenstruktur Facebook hat, weiß er auch nicht. Das heißt,
Das ist letzten Endes auch nur White Noise. Das heißt, damit wir wirklich Daten fair miteinander austauschen können, müssen wir sie erstens sinnvoll bekommen können. Das heißt nicht, ich schicke eine Anfrage per Post an Facebook und die schicken mir ausgedruckt per Post Scheiß zurück, sondern ich möchte klicken und ich möchte, dass da ein strukturierter und ein klar definierter Datensatz für mich zurückkommt, den ich benutzen und weiterverarbeiten kann. Und ich möchte eben nicht daran behindert werden, die Daten, die ich mir besorgt habe, weiterzuverarbeiten. Aber neben den Anforderungen an Daten haben wir eben auch Anforderungen an Menschen. Wer kann denn sowas wirklich noch benutzen? Wer ist denn in der Lage, das zu tun? Das bedeutet, das sind vor allen Dingen Menschen, die programmieren können in irgendeiner Form. Ich meine, ich will jetzt hier keinen Programmiersprachen-Contest aufmachen, aber irgendwie muss man halt in der Lage sein, was zu programmieren. Man muss halt sehr, sehr abstrakt denken können. Man muss in der Lage zu sein, auch für sich selber vielleicht mal eine Datenbank aufzubauen. Daten, die man hat, die ganz unterschiedlich strukturiert sind, zu homogenisieren, die in eine gemeinsame Datenbank zu bringen, die untereinander zu verknüpfen. Und vor allem brauche ich auch die Ressourcen, das überhaupt zu tun. Wenn man dann so sieht, ja, ich habe das halt alles auf meinem eigenen Server und so weiter, das kostet alles Geld, das kostet Zeit, das muss man sich leisten können. Und auch das ist eine Anforderung, die wir an Menschen haben, damit sie teilnehmen können. Und wenn wir uns das mal zusammenziehen, dann sind das eine ganze Menge Anforderungen, die wir aufbauen, damit Leute irgendwie diese ganzen Chancen, die wir immer programmieren, wirklich benutzen können. Letzten Endes führt es dazu, dass halt so die IT-Worker, die Informatiker, die SysAds auf einmal die neuen Hohepriester des digitalen Zeitalters sind und der Rest der Leute auch wieder nur da sitzt. Wir grenzen aus an dieser Stelle. Wir grenzen aus dadurch, dass wir beispielsweise Accessibility-Probleme haben. Wenn man vielleicht, also die Bedienung eines Rechners ist, wenn man blind ist, schon mal schwieriger geworden. Und bestimmt Bilder zum Beispiel sind hässlich. Was hilft es mir, dass Facebook mir ein Bild schickt mit meinem sozialen Graph, wenn ich das Bild nicht richtig lesen kann? Das ist einfach ein Problem. Bedienbarkeit, auch die Bedienbarkeit von nicht nur Programmiersprachen, auch schon von Seiten überfordert ja teilweise Menschen, die es einfach nicht so gewohnt sind. Auch da bauen wir riesige Hürden auf. Wir fordern, dass das Passwort fürs WLAN eingegeben wird. Wie ich schon erwähnte, wir fordern die Fähigkeit zur Abstraktion und auch das ist einfach ein Skill, der erstens vielleicht nicht unbedingt in der Schule so unterrichtet wird, dass man es wirklich dann umsetzen kann und zweitens auch das ist was, zu dem man sinnvoll in der Lage sein muss. Es denkt halt eben vielleicht auch nicht jeder in dieser Form, wie man es in diesem IT-Kontext tun kann und muss. Es gibt auch Leute, die ticken einfach anders, für die ist es sehr, sehr schwer. Die Lernanforderungen, die man da aufbringen muss, sind sehr hoch. Also ich muss Programmieren lernen, ich muss Datenbanken lernen, das kostet alles richtig Zeit und wir alle haben ja auch noch so ein Leben nebenher. Also wir haben einen Job, wir wollen uns mit unserer Familie, mit unseren Freunden, mit unserer Beziehung beschäftigen. Und jetzt sage ich den Leuten noch, ach ja, ein Programmierer musst du übrigens auch noch werden und Datenbank-Admin. Und du musst auch noch übrigens in der Lage sein, den ganzen legalen Schmu zu überblicken, damit du weißt, wie du Facebook anfragen musst, damit die sinnvoll Daten an dich rausgeben. Neben halt, wie gesagt, den Ressourcenanforderungen und das ist an der Stelle halt auch eine massive soziale Ausgrenzung. Es gab vor einigen Wochen so eine Aktion, wo beispielsweise ein verhältnismäßig bekannter wohl, also ich folge ihm nicht, aber ein bekannter Twitterer, keinen Rechner mehr zur Verfügung hat und sie einfach keinen kaufen konnte. Die Person ist dann auf einmal raus und wird auch dann ungern darüber gesprochen, wenn wir hier über Chancen reden. Und letzten Endes ist es doch so, wir sagen, wir haben so ein Datenungleichgewicht, wir haben Datenarmut und Datenreichtum und wir wollen das überwinden, damit die Welt besser wird. Und das tun wir, indem wir eine neue Unfairness aufbauen. Nur wir sind jetzt auf der guten Seite und also ist alles schön an dieser Stelle. Jetzt müssen wir uns darüber unterhalten, was sind die Lösungsstrategien? Und ich möchte hier jetzt auch nicht zu viel versprechen, ich weiß es auch nicht. Das ist der Teil, wo wir gleich zur Diskussion kommen müssen. Natürlich können wir uns auf sowas wie Antidiskriminierungsgesetze stützen und sagen, wir haben ja schon so Mechanismen gesellschaftlich, wie wir uns damit beschäftigen mit Ausgrenzung, wollen wir das erweitern? Dann ist halt die Frage, gut, jetzt können wir dann halt so Gesetze... Goddammit! Jetzt halt die Frage, erstens ist es durchsetzbar, wir wissen schon jetzt, wie das mit Diskriminierungsgesetzen ist, dass halt, wenn ich eine Person nicht einstellen möchte, aufgrund eines diskriminierenden Verhaltens, finde ich sicherlich auch Argumente, weshalb ich das nicht tun möchte, die nicht mehr unter das Diskriminierungsgesetz fallen würden an der Stelle. Also ich persönlich glaube nicht, dass uns Antidiskriminierungsgesetze viel weiterhelfen, eben auch, weil sie maximal sowas wie Risiken noch abfedern, aber den Leuten trotzdem keine ernsthafte Teilhabe zur Verfügung stellen würden. Das bedeutet, okay, ich darf diese ganzen Daten, die zur Verfügung stehen, nicht gegen sie benutzen, aber wirklich teilhaben können sie trotzdem nicht. Das nächste wäre, dass wir sagen, gut, wir bauen halt vertrauenswürdige Software, die nicht mehr so komplex ist, die Leuten halt auf irgendeine andere benutzbare Art und Weise erlaubt, an diesen Daten teilzuhaben,
die es halt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, visuell erlaubt, Daten miteinander zu verbinden, die ganze Abstraktionsebenen aufzulösen. Aber mal ehrlich, erstens, wer soll die bauen und wer soll die betreiben? Wer soll das bezahlen und wem können wir denn trauen, das erstens hinzubekommen und zweitens das auch am Laufen zu halten und dann nicht eine eigene Agenda mit zu verfolgen? Auch das ist wieder ein Problem, dass wir irgendwen dann trauen müssen, damit die Infrastruktur der Welt bereitzuhalten, ohne dass wir genau wissen, wie es eigentlich aussehen möchte. Und ich möchte nicht, dass da dann T-Systems irgendwelchen Scheiß hinbaut, weil das hat nie gut funktioniert. Was auch gerne kommt, ist, dass man halt sowas wie, entweder heißt es dann Datenverarbeitung an Schulen oder auch gerne Medienkompetenz, auch das ist ja so ein beliebtes Stichwort in diesem Kontext. Interessanterweise ist Medienkompetenz nie positiv. Medienkompetenz benutzt man immer nur, wenn man sagen möchte, dass andere sie nicht haben. Also von daher ist es vielleicht nicht so der besonders sinnvolle Ausblick an der Stelle. Natürlich können wir das an Schulen unterrichten, aber wenn wir uns mal angucken, wenn ich heute Abitur mache, dann habe ich im letzten Jahr, also im 12. Schuljahr in Niedersachsen, fast 40 Stunden die Woche, plus Hausaufgaben. Möchte ich dann noch ein weiteres Fach mit reinsetzen, was definitiv ein komplexes Fach ist, was einem nicht mehr einfach so zufällt, was auch dazu führt, dass eben jede Familie dann auch in der Lage sein muss, einen Rechner für die Kinder bereitzustellen oder die Schulen müssen das tun. Wer soll das unterrichten? Informatikunterricht zumindest an den Schulen, an denen ich gewesen bin, was zugegebenermaßen auch das nachgewiesen schlechteste Gymnasium in Niedersachsen gewesen ist, aber... auch von anderen Schulen habe ich schon gehört, Informatikunterricht ist ein Riesenproblem. Wer soll das unterrichten? Wer hat die Ausbildung dazu? Wer ist gut genug darin, das zu tun? Und letzten Endes haben wir dann wieder ein weiteres Fach, wo dann noch wieder Leute durchfallen, die dann nachher ihr Abi nicht kriegen, weil sie in Datenverarbeitung keinen Bock gehabt haben, weil sie vielleicht schon mehr wussten als der Lehrkörper, der da vorne stand. Wir können da gerne gleich noch drüber reden. Ich möchte da gerne von euch noch einiges an Meinungen hören. Also mein Fazit an dieser Stelle ist... wenn wir dieses Problem der Ausgrenzung nicht irgendwie in den Griff bekommen, dann muss uns klar sein, dass dieses ganze Reden über Chancen von Post-Privacy nur bedeutet, dass wir die Ungleichheit, die wir bisher hatten, ersetzen durch eine Ungleichheit, wo wir profitieren. Das kann man sicherlich so tun, ist allerdings nicht zwingend die Welt, die ich mir vorstelle. Also ich möchte eine bessere Welt als die, in der wir jetzt leben. Also vielleicht schaffen wir das nicht bis morgen, aber bis nächste Woche könnten wir es eigentlich mal hinbekommen. Das bedeutet, wir müssen irgendwie diese Ungleichheit in den Griff kriegen und es ist sehr, sehr schwierig. Können wir wirklich voraussetzen, dass jeder Mensch ein Programmierer wird? Ist das nicht auch eine Sichtweise, die die Menschen reduziert? Eben Leute, die nicht ticken wie Programmierer, bringen ja jede Menge großartige Sachen in die Welt. Viele Musiker sind vielleicht keine Programmierer, Künstler sind keine Programmierer, müssen sie auch nicht sein. Es gibt es natürlich auch Leute, die beides können, aber es gibt eben auch Leute, die das nicht können. Und wollen wir alle auf diese Denkrichtung zwingen? Wo wir uns vorher vielleicht darüber beschwert haben, dass wir die ganze Welt so durchökonomisieren, durchmaschinisieren wie sie jetzt. Ist kann ja auch letztendlich meiner Einschätzung nach keine gute Regel sein. Also ist die Frage, wie schaffen wir es, dass Leute, die vielleicht nicht so in der Technik drinstecken, die vielleicht die Skills nicht haben, wie können die trotzdem profitieren von der Menge an Daten, die wir über sowas wie Post-Privacy zur Verfügung stellen? Das sind meiner Einschätzung nach noch ungelöste Fragen und solange wir da nicht weiterkommen und irgendwie eine Lösung bereitstellen, muss uns klar sein, dass dieses ganze Gerede über Chancen einfach nur eine Ausgrenzung von entweder technisch weniger ausgebildeten oder sozial schlechter gestellten Menschen ist. Und das war das, was ich dazu erstmal so zu sagen habe. Vielen Dank dafür, dass ihr zugehört habt. Man kann da Folien runterladen, wenn man das möchte. Wie ist eure Meinung dazu? Ja, bitte, da in der Mitte steht ein Mikro. Wie gesagt, ich habe da auch keine Lösung. Jo, einmal danke. Ich habe auch keine Lösung, aber ich mag einfach mal provokant fragen, das deckt sich gerade eben mit dem Eindruck, den ich von ein paar anderen Spackeria-Thesen habe, dass man eine Lösung hat, die heißt Post-Privacy und jetzt guckt man krampfhaft nach Problemen, die man damit erschlagen kann. Und der größte Teil dieser Errungenschaften, zum Beispiel diese Optionen, die jetzt angesprochen worden sind, die scheinen mir durchaus mit, ich sag mal, privacy-schonenderen Maßnahmen vollkommen lösbar. Mir leuchtet als einziges dieser Aspekt der horizontalen Vereinzelung und Entsolidarisierung ein, wo ich aber auch nicht das Problem sehe, dass man da eine Privacy-Struktur braucht, sondern wo man pseudonym, anonym, wie auch immer, hervorragend arbeiten kann. Sachen wie LibreFM sind schon angesprochen worden. Wie gesagt, je länger ich mich beschäftige, nicht über diesen Punkt hinaus, wo ich
sagen muss, ja, Post-Privacy ist die Lösung für dieses Problem, das ich bisher so noch nicht gesehen habe. Weiß nicht, ob da eine Frage drin war. Also ich danke für den Kommentar. So ein paar Anmerkungen. Ich finde ja ehrlich gesagt, dass es noch fast gar keine Antworten von der Post-Privacy gibt, also in Sachen wirklich konkrete Utopien oder so etwas, finde ich, dass es da eigentlich eher noch Brachland ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass tatsächlich schon wirkliche Lösungsansätze daraus generiert werden. Mehr so Hints oder so, ja. Das Zweite, ich würde das aber auch gar nicht so negativ sehen, diese Ausgrenzungsgeschichte, denn ich würde das eher so mit der Open-Source-Szene vergleichen. Es geht nicht darum, Open-Source geht nicht darum, dass jeder, der Open-Source einsetzt, auch den Quellcode komplett durchgelesen hat. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist Quatsch. Es gibt Millionen Leute, die Open-Source-Software einsetzen und sie tun das in dem Bewusstsein, dass es viele Leute gibt. Viele heißt aber nicht irgendwie Millionen, sondern das heißt halt eher so 100, 200, die über diesen Code geschaut haben und das sozusagen für die sozusagen auch hilft, da Vertrauen reinzubringen. Ich glaube, diese Idee, weil wir alle Daten haben, muss auch jeder alle Daten auswerten, ist Quatsch. Also diese Idee ist Quatsch. Es muss immer Leute geben, die sich halt ein bisschen stärker damit beschäftigen und Leute, die dann davon partizipieren, dass Leute sich stärker damit beschäftigen. Genauso wie bei der Open-Source-Szene wird das wahrscheinlich dann, passiert das auch sozusagen mit privaten Daten oder Auswertung von privaten Daten. Das heißt also tatsächlich diese Prämisse, dass diese Daten überhaupt erstmal zugänglich sind, ja, ist durchaus wichtig. Genauso wie bei der Open Source. Und der Rest emergiert sich hoffentlich dann von selbst. Und ich glaube nicht, dass das ein Ziel sein muss und sollte, dass alle Leute dann auch wirklich alle Daten per Hand auswerten. Ja? Und die dritte Sache, die ich sagen wollte, ist halt tatsächlich, die Probleme, die du aufgezeigt hast, sind trotzdem natürlich wichtig. Das heißt also, nach wie vor gibt es, auch wenn es sozusagen Angebote gibt, die Daten dann sinnvoll zusammenführen für andere und dann irgendwie auf Portalen zugänglich machen, muss trotzdem auch diese Portale gelernt werden und man muss trotzdem Internetzugang und man braucht trotzdem einen Computer und so weiter und so fort, da hast du ja alles recht, ja. Da hatte ich dann mal vorgeschlagen, diese Plattformneutralität. Das heißt also, jetzt gar nicht als konkret eine Maßnahme, sondern eher so ein Konzept, ein konzeptionelles Denken, als politisches Ziel zu definieren, dass man eben genau diese Dinge, das heißt die Grundlagen und die Enablings, ja, den Zugang zu Technologie und Kommunikationsdinge möglichst angleicht. So. Und das wäre sozusagen so meine Antwort dann auch darauf. Danke. Paar Kommentare dazu. Definitiv Post-Privacy. Ich habe auch da noch nichts wirklich Ausgefeiltes an Lösungen oder an gesellschaftlichem Entwurf gesehen. Immer nur so Stoßrichtungen oder so fragmentierte Ideen, was man damit tun könnte. Stimme ich dir völlig überein. Ich finde auch das Open-Source-Beispiel gar nicht komplett schlecht. Ich glaube, dass es für bestimmte Beispiele auch funktionieren wird. Also wie du sagst, natürlich könnte ich zum Beispiel für Oldenburg ein Portal hochziehen. Jeder lädt hoch, welchen Job er hat oder sie hat und was er oder sie dabei verdient. Und man könnte dadurch natürlich auch sowas bereitstellen. Die Frage ist halt, ist man in der Breite in der Lage, die Einzelfragen, die eine Person vielleicht gerade hat oder das, was eine Person gerade wissen möchte, ohne selber zu programmieren, schaffen das so generische Tools, das zu erschlagen? Natürlich ist es, denke ich, sicherlich ein Weg in die Richtung. Ich hatte das ja vorhin auch mit diesen Trusted-Plattformen oder sowas angedeutet, dass man vielleicht zumindest irgendwo mal so ein paar Schritte in die Richtung geht und mehr Leuten dadurch Zugriff gibt. Ich glaube schon, dass das ein Schritt ist, aber ich denke, dass man da auch dann sehr schnell an die Grenzen stößt dessen, was man tun will. Ich meine, das ist letztendlich klar, ganz blöd gesagt, wenn ich mir halt so eine Standard-Office-Suite runterlade, dann kann ich halt genau das tun, was die mir zulässt und nicht mehr. Und es wird immer Leute geben, die mehr können. Das heißt an der Stelle, ich habe vielleicht weniger Ungleichheit, als ich das bisher habe, aber ich habe sie halt immer noch da. Und ich sehe das schon noch als ein Problem, dass sie da ist. Ich hätte sie gerne weg, sagen wir es mal so. Auch wenn ich nicht weiß, wie man es tun soll, aber ich hätte es gerne weg, sagen wir es mal so. Und zum Letzten, da habe ich eine Frage vergessen. Aber danke für die Kommentare.
Also ich wollte mich da mal besonders auf den Punkt einbringen mit der Datengleichheit, die du da angesprochen hast, was ich immer ein sehr schwieriges Thema finde hinsichtlich der Wirtschaft. Weil da wird jetzt immer gesagt, der Nutzer soll auch die Datengleichheit haben wie der Hersteller oder der Anbieter. Bloß wenn wir jetzt zum Beispiel Firmen haben, sei es jetzt große Autohersteller, Webseitenbetreiber, Plattformbetreiber, die ja immer die Daten sammeln von ihren Nutzern, um die eben auch wirtschaftlich auszunutzen, jetzt nicht im Negativen, aber zumindest um eine gewisse Gewinnsituation zu haben. Und da eine Win-Win-Situation zu haben, für beide Seiten finde ich immer ein sehr, sehr schwierig durchsetzbares Thema, was einfach darin begründet ist, dadurch, dass wir den wirtschaftlichen Faktor ja nicht komplett ausschalten können, weil wie will man eine Firma dazu bringen, diesen Ausgleich komplett zu schaffen, wenn der Mehrwert nicht für die Firma gegeben ist. Man könnte jetzt sagen, okay, lass uns das System abschaffen, wir machen jetzt wieder so ein sozialistisches Thema, aber da wird keiner mitspielen wollen. Und gleichzeitig hat man wieder das Problem, wie man das den Firmen verkaufen will. Also finde ich dieses Thema auch, wo du gerade gesagt hast, mit dieser Gleichheit mit Nutzung für Schüler beispielsweise, mit der Software, mit der Hardware, genauso ein schwieriges Thema, weil die Wirtschaft lebt dadurch, dass man sagt, die eine Firma, sei es jetzt der Hersteller von einem Mobile Device oder von dem einen Produkt, lebt davon, dass es immer besser ist als das andere, schneller, mehr das bietet. Das kann man nicht aushebeln. Das heißt, es wird immer einer vorrennen und sagen, ich habe jetzt das heißeste Produkt, mit meinem geht schneller. Und das ließe sich gar nicht arbeiten. Das wird eine rein utopistische Idee sein, weil selbst wenn man jetzt schafft, mit den Datengleichheit, wir schaffen jetzt hier in Deutschland die dementsprechenden Gesetze oder beispielsweise in Europa, wird es immer ein Land geben, wo sich dann dieser Plattformbetreiber hinstellen kann, okay, ich wandere jetzt dahin, legt mir da die AGBs zu und wenn ihr mich nutzen wollt, müsst ihr euch nach dem Land richten. Haben wir ja mit dem Datenaustausch bei Facebook, ja, die sich dann nach dem amerikanischen Prinzip wenden. Also es ist eine nette Absicht, aber ich stelle es mir schwierig vor, den wirtschaftlichen Faktor dort auszukoppeln. Bloß so als Aussage jetzt, aber ansonsten ja, stimmt, nette Idee, aber ich finde es schwierig in der Umsetzung. Ist es auch, absolut. Danke. Danke, Tante, für den Vortrag, wo du ganz viele interessante Leerstellen so bei Post-Privacy aufgezeigt hast. Ich glaube aber, dass diese Leerstellen, das ist vielen nicht bewusst, auch Leuten, die sagen, hier Post-Privacy versucht ein Problem zu lösen, was noch nicht erkennbar ist, diese Leerstellen existieren auch durchaus beim konservativen Datenschutzdenken in der Form. Also Post-Privacy hat halt so einen emanzipativen Moment darin, dass halt wieder über meinen Körper, der sich halt jetzt im Moment gerade im Auslesen von Daten manifestiert, halt wieder ja, Souveränität gewinne. Das ist das eine. Aber Emanzipation ohne halt ein anderes Element, nämlich Solidarität, ist halt ziemlich leeres Quatschikato. Auf der anderen Seite wird das aber auch nicht so gesehen bei den, sage ich mal, konservativen Datenschützern. Also gestern gab es einen Vortrag zur Netzneutralität von der digitalen Gesellschaft auf dem C3 und da ist zum Beispiel auch die soziale Frage von Netzneutralität und Ausschlüsse von Leuten, die sich halt leisten können und dann halt beschränkte Netz vorgeschrieben bekommen aufgrund von, ja, was weiß ich, Einkommen etc. Das wurde überhaupt nicht diskutiert. Und wir sehen halt auch bei dieser großen Datenschutzdemo, die wir jedes Jahr in Berlin haben, Freiheit statt Angst. Die heißt Freiheit statt Angst. Und die ganze Argumentation geht um Freiheit. Es geht nicht um Solidarität. Also die Veranstaltung heißt nicht Solidarität statt Angst. Das ist eine super große Leerstelle, die sowohl bei Post-Privacy als auch bei konservativen Datenschützern einfach existiert. Und da müssen wir einfach auch unsere Gedanken ein bisschen neu ordnen und wer weiß, ob wir dann irgendwie auf der nächsten FSA mit dem Blog Solidarität statt Freiheit einfach mal aufmarschieren müssten. Das ist das eine. Das andere, wo du sagtest, hier noch ein weiteres Fach, keine Ahnung, ob das eine Lösung ist, aber auch da wieder irgendwie dann so ein Slogan, wo man es dann auf den Punkt bringen könnte. Manchmal muss man einfach auch mal einen Cut machen oder, wie Steve Jobs sagt, einen Bold Move und die Diskettenlaufwerke auf den Rechnern rausschmeißen und so weiter. Wenn ich es jetzt halt auf einen medienwirksamen Slogan bringen soll, vielleicht ist Programmieren einfach das neue Latein. Möglich. Dankeschön. Ich möchte mich übrigens für den Umschmeißer der Flasche bedanken. Jetzt haben wir hier echtes Kongress-Feeling. Ja, hallo. Ich möchte mal für einen Aspekt danken. Das ist die Sache, dass du sagtest, die Antidiskriminierungsgesetze greifen auch nicht, weil die Diskussion immer an dem Punkt endet, Datenschutz hat keinen Zweck, wir müssen die Diskriminierung abschaffen.
Und ich hatte in dieser Hinsicht vor wenigen Tagen ein Erlebnis, das war ein bisschen scary. Ich hatte vor rund 3 Jahren ein Vorstellungsgespräch und derjenige, mit dem ich das hatte, der hat mir in einem Vier-Augen-Gespräch gestanden, dass er mich nur aufgrund meiner Behinderung nicht eingestellt hat, mir das aber nicht sagen konnte, weil er sonst gegen Antidiskriminierungsgesetze verstoßen hätte. Ich möchte noch einmal ganz klar sagen, das ist auch keine Stufe, die irgendwie Sicherheit einziehen könnte. Und es gibt dort auch tatsächlich keine Antwort, weil niemand uns davon abhalten kann, im Alltagsleben zu diskriminieren. Denn wir können ja auch nicht sagen, mit wem möchten wir gerne zusammenarbeiten, mit wem möchten wir gerne befreundet sein, wen mögen wir nicht. Das sind ja alles, wenn man so will, auch Mikrodiskriminierungen. Und da wäre jetzt eigentlich die einzige Möglichkeit für mich, mich dagegen zu wehren, Ross und Reiter zu nennen und mal so knallhart darüber zu bloggen, welche Firma mich damals nicht einstellen wollte. Und was mich davon abhält, ist die Tatsache, was denkt dann wieder vielleicht ein zukünftiger Arbeitgeber von mir, nur weil ich Transparenz herstelle. Definitiv. Du hattest ja bei den Chancen darüber gesprochen, dass wir bessere Entscheidungen treffen können, je mehr Daten wir zur Verfügung haben. Aber die Integrität der Daten ist auch nicht immer sichergestellt. Das bedeutet, ich könnte aufgrund falscher Daten auch falsche Entscheidungen treffen, sodass die Fülle an Daten nicht immer das einzige Kriterium sein kann, ob wir bessere Entscheidungen treffen können. Wie geht man da an der Stelle mit der Datenintegrität um? Gerade auch, wenn Firmen diese Daten im Prinzip aufbereiten für uns. Das ist eine großartige Frage an der Stelle und greift ziemlich genau an das, wo ich meinte, ja, wir können natürlich Tools bauen lassen, die Leuten die irgendwie die Chance geben, das, ohne dass sie die Skills selber haben, zu nutzen. Wer garantiert denn, dass das, was da rausfällt, eben keine Agenda hat? Wie gesagt, ich meine, Amazon empfiehlt mir Sachen nicht, weil Amazon mich so gerne hat. Amazon empfiehlt mir Sachen, damit ich häufiger, ja, will ich haben, klicke. Also natürlich haben Leute eine Agenda und wenn irgendjemand mir Daten rausgibt und gerade wenn es eine kommerzielle Firma ist, natürlich haben die eine Agenda, das muss mir klar sein. Und vielleicht hätte ich an der Stelle auch noch besser sagen können, nicht nur mehr Daten, sondern natürlich auch bessere Daten erlauben, bessere Entscheidungen. Stimme ich dir völlig zu. Und ich weiß auch nicht genau, wie man da wirklich die Integrität sinnvoll sicherstellen kann. Das ist natürlich eine Frage. Wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Crowdsourcing-Ding. Das heißt, wenn 100 Leute Daten sich bei Facebook abgreifen und dann, ich habe schon wieder Facebook gesagt, ich wollte es nicht tun. Wenn 100 Leute sich bei Firma A Dinge abgreifen und sich dann gegenseitig feststellen, nee, das kann nicht sein, was die uns hier geschickt haben, das passt nicht, dann kann man es zumindest veröffentlichen und sagen, nee, das, was die Firma euch da zur Verfügung stellt, ist Käse. Also da muss man dann wahrscheinlich auch wieder den Ansatz in die Breite gehen und alle publizieren einfach, was sie bekommen haben. Wäre dann zumindest mein Ansatz dazu. Also zum einen, was du meintest wegen den Schulfächern, also ich würde es nicht ganz so pessimistisch sehen. Die Informatik an sich als Wissenschaft ist jetzt so schon nicht die älteste und die Didaktik davon ist noch mal jünger. Also ich hatte jetzt selber auf dem Gymnasium noch überhaupt keine Informatik. Ich denke, das wird sich mit der Zeit auch da einfach Lehrpläne etablieren, in Anführungszeichen, auch wenn das halt dadurch, dass es relativ schnelllebig ist, immer wieder angepasst werden muss. Aber ja, ich denke, da wird man Wege finden. Ich halte es auf jeden Fall für wichtig, weil es in einem Zeitalter, in dem Maschinen halt neue Möglichkeiten eröffnen, sei es in puncto Kreativität oder Wissenserweiterung, da ist es einfach wichtig, dass man Maschinen für sich nutzen kann. Das kann auch, muss natürlich, das heißt nicht nur, dass man programmieren kann, es müssen halt auch die Tools natürlich dafür da sein, auch einfach bedienbare Tools, was auch immer einfach heißen mag, aber ja. Und dann komme ich nochmal ganz kurz zu dem Oldschool-Thema Urheberrecht. Ich denke, das ist auch so ein Punkt, wo einfach da für die Zukunft ein hohes, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Diskriminierungspotenzial darstellt. Ja, Diskriminierung ist vielleicht der falsche Begriff, aber halt ein Ungleichgewicht darstellen kann. Mal unter der Voraussetzung, dass es überhaupt noch durchsetzbar ist,
weil halt, wenn ich einfach bessere Tools habe, mit denen ich halt mich anders kreativ betätigen kann, dann habe ich halt andere Möglichkeiten. Das ist was, was ich eigentlich jetzt dann auch, ja, das ist halt der Punkt, was MS Pro schon gemeint hat mit Plattformneutralität. Da gehört halt einfach auch dazu, dass ich den Zugang zu den Dingen habe, die mir die Chance geben, meine Möglichkeiten über das, was ich jetzt so menschlich habe, zu erweitern. Danke. Ich gebe dir recht, dass das in die Schule muss, aber um Gottes Willen kein Schulfach Datenverarbeitung. Wir haben nämlich auch kein Schulfach, wie ich denn die Grundschule überlebe, ohne meine Mitschüler im Streit auf den Kopf zu hauen. Das ist ein Punkt, der zur Lebensrealität gehört, dass Kinder aufwachsen, sich zoffen und vielleicht auf den Kopf hauen. Aber die bekommen keine 6, weil sie halt den Mitschüler doch auf den Kopf gehauen haben, sondern das ist ein Punkt, der, während Mimi die Lesemaus ihnen das kleine M erklärt, so auf den Weg reinkommt. Und wenn wir das schaffen, also ich kenne das von erzählt bekommen von der Grundschule, von einer Kollegin von mir hat das erzählt, die machen dann so kleine Hausarbeiten in Heimat und Sachkunde über das Rotkehlchen und natürlich ziehen sie es halt aus Wikipedia sonst irgendwie raus. Aber da ist eben der Punkt, dass die beigebracht bekommen, wie gehe ich methodisch vor, um das aus Google rauszuziehen, um es aus dem Netz rauszuziehen und nicht von wegen, hol's raus und passt schon so. Und dann, wenn das nämlich funktioniert, wenn wir diese Lebensrealität von wegen, die recherchieren mal im Internet, wenn wir das schon einfach so en passant im Heimat- und Sachkundeunterricht vermitteln, dann bekommen wir hoffentlich endlich auch mal dieses stigmatisierende Informatik ist das, was die machen, die mit den verkümmerten sozialen Fähigkeiten weg. Und dafür wird es auch endlich mal Zeit. Ich stimme dir definitiv zu, das wäre die schöne Regelung. Da haben wir natürlich das Problem, dass noch mehr Lehrer kompetent im Umgang mit diesen Medien sein müssen. Aber das ist doch eine biologische Frage. Das wird mir immer wieder gesagt und dann bin ich mit 25-Jährigen konfrontiert, die da auch nicht in der Lage sind, sich irgendwie damit zu beschäftigen. Also es wäre schön und ich lasse mich da gerne von meinem Pessimismus eines Gegenteils überzeugen, aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Aber ich stecke jetzt auch nicht in Schulen drin, ich weiß auch nicht, wie da wirklich die Entwicklung ist. Ich glaube halt nur, also die Hürde, sagen wir mal so, koordiniert Leute dafür auszubilden, eben diese Skills zu vermitteln, halte ich für überschaubarer, als alle Lehrer in die Lage zu versetzen, es zu tun. Also das ist ja wieder der Punkt von wegen kleine Menschen, kleine Gruppen von Menschen, die irgendwas anfangen und das passiert offenbar momentan und ich bin da momentan noch hoffnungsvoll. Mal gucken. Also da müsst ihr, wenn ihr sowas tut, viel mehr publizieren. Sowas muss einfach sichtbar werden, damit sich's auch verbreitet. Ich habe nochmal einen Kommentar zu dem ersten Kommentar zum Vortrag und zwar quasi dieser Frage, wofür ist Post-Privacy sinnvoll, beziehungsweise man versucht die ganze Zeit irgendwie Probleme zu lösen mit Post-Privacy oder zu gucken, welche Probleme könnte man damit lösen. Für mich ist der Knackpunkt irgendwo an einer anderen Stelle, ja, und zwar, ich sehe es so, Information ist Macht. Ja. Das ist eine Sache, die ist durchaus ein geflügeltes Wort inzwischen, aber es ist ja auch eine ganze Menge dran. Und wenn wir an der Art und Weise, wie Informationen verteilt werden, was verändern, zum Beispiel durch eine Möglichkeit ist vielleicht Post-Privacy, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, diese Informationsverteilung zu ändern, verändern wir das Machtgefüge. Allerdings ist die Art und Weise, wie wir mit Privatsphäre umgehen und damit auch, wie wir Informationen in der Gesellschaft verteilen, Teil unseres Kulturguts. Das heißt, ich finde oft, es werden oft viele Detailargumente gebracht, die aber meines Erachtens nach viel zu konkret und viel zu nah an unserer heutigen Kultur sind. Das heißt, wir müssen eigentlich unsere Kultur erstmal beiseite schieben, meines Erachtens nach, wenn wir über dieses Thema nachdenken und quasi so tun, als wäre Privatsphäre kein Kulturgut. Ja? Und dann überlegen, was sind denn die Folgen in einer Gesellschaft? Wie sähe denn eine Gesellschaft aus, die dieses Kulturgut nicht besitzt? Was wäre vielleicht ein Kulturgut oder ein Wert, der das ersetzt? Also ich denke zum Beispiel an Authentizität, ja, und Reputation. Ja, gerade ein Wert wie Reputation, wenn der einen deutlich höheren Wert hat, dann ist zum Beispiel so ein Thema wie Diskriminierung plötzlich viel weniger relevant. Einfach aus dem Grund, wie vorhin schon gesagt, wir haben die ganze Zeit irgendwie so Mikrodiskriminierungen, also einfach unsere persönlichen Neigungen gegenüber anderen Menschen führen dazu, dass wir diskriminieren. Das heißt, Diskriminierung ist ein,
ist eine menschliche Eigenschaft und eigentlich nicht grundsätzlich ein Problem. Ja, sie kann zu einem Problem werden und das ist ein Problem, das durch unsere Privatsphäre-Einstellung meines Erachtens nach ein Stück weit mit begünstigt wird, ja, also wenn es zu einem Problem wird. Allerdings könnte es sein, dass zum Beispiel, wenn Reputation eine ganz andere Rolle spielt in der Gesellschaft, dass dann Diskriminierung, die auf eine Art und Weise verübt wird, dass die Leute kein Verständnis dafür haben, zu einer Abwertung dieser Person in seiner Reputation führt. Ja. Das heißt, man muss für solche Themen, wenn man diese halt anspricht, muss man sich versuchen zu lösen von der Kultur, die wir heute haben. Und wir müssen versuchen, in diese neue Kultur uns reinzudenken. Ja, weil nur dann werden wir auch die Chancen und auch die wirklichen Probleme, die damit verbunden sind, zwangsläufig. Ja, weil jede Kultur hat ihre Probleme und ihre Chancen. Und nur dann werden wir die wirklich verstehen und begreifen. Und zu dem anderen Thema, du hattest vorhin was von vertrauenswürdiger Software gesagt. Also ich denke durchaus, dass durch dezentrale Ansätze wie Bitcoin oder Ähnliches, dass es durchaus möglich ist, vertrauenswürdige Software zu entwickeln, auch für Entscheidungsprozesse. Da habe ich selber einen Vorschlag gemacht, ist vorgestern bei Telepolis online gegangen. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, durch dezentrale Ansätze vertrauenswürdige Software zu schaffen, die auch nicht so leicht manipuliert werden kann von einer zentralen Instanz, einfach durch ihre Architektur by Design. Das heißt, wir haben meines Erachtens nach da durchaus viele Potenziale und Möglichkeiten, uns auch zu entwickeln und Tools zu entwickeln, die wir da nutzen können. Und ich glaube nicht, dass da jeder programmieren können muss. Und ich glaube auch nicht, dass Programmieren das künftige Latein ist. Ich denke, man muss in der Lage sein, in der Gesellschaft auch diejenigen abzuholen, die von ihrer mentalen Kapazität nicht in der Lage sind, zum Beispiel gewisse Fähigkeiten sich anzueignen. Und aus dem Grund ist das für mich überhaupt keine Option, darüber nachzudenken, zu sagen, Programmieren ist das künftige Latein. Ja, im Gegenteil, wir müssen dafür sorgen, dass die Interfaces so einfach werden wie möglich, dass die Leute, die das benutzen, damit umgehen können. Ja, also das heißt, ich sehe das ganze Thema wirklich deutlich größer und ich glaube, das muss man versuchen, sich da reinzudenken, weil sonst wird man da nicht wirklich glücklich mit. Dankeschön. Ja, ich wollte mal aufs Thema Bildung zurückkommen, weil das ist ganz interessant. Ich habe vor ungefähr 10 Jahren meinen Informatikunterricht in der Schule gemacht. Das war mit Turbo Pascal. Wir waren schon so fortschrittlich, wir hatten die Windows-Version. Das war zu der Zeit, da haben wir unsere Referate noch mit Wissen.de gemacht und mit Encarta. Ich versuche mir gerade jetzt objektorientierte Programmierung anzulernen. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich kriege es hin. Und ich habe das vor einer Woche irgendwie jemandem erzählt und der meinte so, ah ja, total toll, mein Bruder lernt auch gerade Turbo Pascal. Also das mit der Schule und dem Programmieren ist echt schwierig, weil in der Schule haben wir die Lehrer, die werden irgendwie ausgebildet, dann haben die ihre Ausbildung fertig, dann fangen die halt an zu lehren, das heißt, die hängen immer schon viele Jahre irgendwie ein bisschen dahinter, dann mit Lehrplänen und so irgendwas hinzukriegen. Wir haben riesen Unterschiede in den Schulen, auf welchem Stand die Lehrer sind, und ich weiß auch nicht, ob wir irgendwie die Lehrer dazu zwingen können, immer das Aktuellste, Neueste irgendwie hinzukriegen. Vielleicht, wenn wir Lehrer kriegen, die nur für Informatik zuständig sind, aber so läuft es gerade im Schulsystem nicht. Also das ist echt schwierig. Wie kriegen wir denn überhaupt nicht für alle Schüler, sondern wirklich nur für die Schüler, die sich dafür interessieren, die Schüler, die wirklich Informatik machen wollen, wie kriegen wir dafür hin, dass für die alle eine Grundlage geschaffen wird, dass sie auch die Möglichkeiten haben? Das ist ganz schwierig und ich weiß nicht, ob die Schule, so wie sie aufgebaut ist, mit Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung und sonst was, das überhaupt leisten kann, weil wenn man sich so einen Lauf eines Lehrers anguckt und daneben jetzt den Lauf von der Programmierentwicklung anguckt, also objektorientiert Programmierung ist wie alt, ist irgendwie 6, 7 Jahre alt oder sowas, seitdem es wirklich durchkommt, das kann die Schule einfach nicht leisten. Also wir müssen uns überlegen, wie können wir denn die Programmierkompetenz bei den Leuten hinkriegen, die sich einsetzen wollen? Also das ist, denke ich, ein Riesenproblem. Definitiv. Nur kurz am Rande, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, von daher, sonst diskutieren wir gerne gleich noch draußen weiter, nur müssen die Zeit ein bisschen im Auge behalten. Okay, ich mache ganz kurz. Danke. Auch nochmal zum Thema Bildung. Also ich werde auch Berufsschullehrerin für Gartenbau, das ist jetzt nicht Informatik und ich bin trotzdem hier.
Ich glaube nämlich, weil ich glaube, es ist unglaublich wichtig. Gerade die Schule bietet eben die Möglichkeit, eine gewisse Chancengleichheit herzustellen, eventuell, wenn die Bedingungen stimmen. Aber es ist halt die Grundlage dafür, dass alle Kinder Zugang haben zu Wissen. Durch Lehrer, durch Medien, durch Computer, die müssen dann angeschafft werden. Das ist teuer, das machen die meisten Schulen nicht. Aber ich glaube, gerade in der Schule liegt eben die Möglichkeit, Chancengleichheit zu schaffen. Und das Problem ist eben nur das Notensystem, da natürlich, ja, wie du schon gesagt hast, das ist noch ein Fach, in dem dann durchgefallen wird, wie auch immer. Das ist natürlich ein Problem, aber gerade auch die neuen Entwicklungen in der Schule, auch mit externen Leuten zusammenzuarbeiten und auch Leute wie euch zum Beispiel einfach in die Schule zu holen und irgendwelche Workshops anzubieten oder ja, AGs anzubieten, sind da und die kann man auch machen. Und das würde ich auch super finden. Also wenn Leute einfach mal auch vielleicht zu den Schulen gehen und sagen, hey, wir haben das Know-how, wir können euch was beibringen, die Lehrer sind da auch offen, also nicht alle, aber einige. Ja, zum Beispiel wissen die ja nicht mal, wie man mit einem Smartboard umgeht oder einem Whiteboard. Und auch da gibt es halt Möglichkeiten, ja, Verbindungen zu schaffen. Zweite Sache ist, du hast ja auch über körperliche Behinderungen gesprochen. Auch da bietet das Netz vor allen Dingen neue Möglichkeiten. Also meine Mitbewohnerin ist auch blind und ich glaube, ohne das Internet und ohne Scans von irgendwelchen Texten könnte sie nicht studieren oder zumindest nicht so leicht, in Anführungsstrichen, leicht studieren. Und da können ja auch Leute, die Open Software zur Verfügung stellen, einfach mal drüber nachdenken, wie das denn mit Sprachausgabe funktionieren würde und das einfach mal im Hinterkopf haben. Also wirklich versuchen, Rücksicht zu nehmen auf Bevölkerungsgruppen, die eben ausgeschlossen werden und neue Software entwickeln für solche Leute. Absolut. Letzte Frage. Keine Frage, nochmal zur Bildung, weil das jetzt gerade gegen Ende immer das Hauptthema war. Ich glaube schon, dass Bildung essentiell auch dafür ist, um unserer Gesellschaft teilzuhaben. Der Punkt ist aber, dass wir auch einen gesellschaftlichen Wandel im Moment durchmachen. Das bedeutet, in gleichermaßen muss unser Bildungssystem da mitziehen. Dass das nicht so flexibel ist, haben die Vorredner definitiv schon klargestellt. Aber wir müssen definitiv schauen, dass wir den Kindern auch vermitteln, wie wir mit den Informationen, die auf uns einprasseln, tagtäglich umgehen. Und das ist essentiell, dass das auch in der Grundschule oder auch später dann im weiterführenden Unterricht geschieht, weil auch zu dieser Zeit sind die Kinder einem Informationsoverflow ausgesetzt, den sie handeln müssen. Und da müssen wir dran arbeiten. Danke. Zwei Dinge. In 5 Minuten geht es weiter mit zwei Seelen wohnen, 8 in meiner Brust, Plädoyer für die Einheit des politischen und privaten Ichs von Heide Hagen. Und ich wurde gebeten, noch eine Frage zu stellen. Und zwar, wer hier kommt aus Berlin? Bitte einmal Hand heben. Gegenprobe, wer kommt nicht aus Berlin? Großartig, dass ihr gekommen seid. Dankeschön. Ja, für euch ist es zumindest einfacher herzukommen.